Das war so ein Eindruck, muss ich sagen, der sich so ein bisschen ergeben hat in den letzten Wochen, im Trainingslager, Trainingsspiele. Einfach, dass man so, ich glaube, ein bisschen verstehen muss, dass auch Schalke 04, alle Spieler von Schalke 04 in jedem Spiel an das Limit gehen müssen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass vielleicht der Glaube in der Mannschaft ist, ja, wir sind fußballerisch alles so gut, dass es vielleicht auch mit 98% funktionieren kann. Den Eindruck habe ich nicht. Also ich komme aus einem anderen Club, ich habe dort auch Training gesehen, ich habe dort auch Spiele gesehen. Mein Eindruck ist jetzt nicht, dass die Mannschaft Schalke 04, die individuelle Klasse der Spieler so viel höher ist, wie zum Beispiel bei meinem Verein, bei dem ich vorher tätig war. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Spieler das wissen. Und deswegen ist es natürlich auch in der Vergangenheit passiert, dass die Kleinen gegen den vermeintlich Großen gewinnen. Und wir müssen dahin kommen, dass die Spieler, auch die Spieler von Schalke 04, verstehen, wenn sie erfolgreich sein wollen, dass sie ans Limit gehen müssen in jedem Spiel. Und das muss auf Schalke einfach Programm werden. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich gebe meinen Eindruck einfach mal wieder. Und so ein bisschen rauskitzeln ist ja ab und zu auch nicht schlecht. Aber ich habe nicht gesagt, dass die Spieler nicht gut sind. Das nicht. Aber man überschätzt sich, was man vielleicht mit 98% erreichen kann. Da glaube ich einfach recht wenig.